Wir haben hier 79er Ford F250 mit dem 460er 7,6 Liter V8 Big Block, damals der größte Motor, wo es bei dem Fahrzeug zu kaufen gab. Und hier F250 Custom, und zwar in der Heavy Duty Variante. Das heißt, hinten schweres Blattfederpaket. Man sieht es hier doppelt. Fahrzeug ist, ja, man ist eine alte Kiste, man kann nicht sagen rostfrei, aber der ist vom Blech richtig gut. Er hat zwar seine Gebrauchsspuren, seine Dellen hier und da, aber ist weitestgehend, so wie ich jetzt gesehen habe, im Originallack und ist vom Blech echt in gutem Zustand. Wenn man hier die Kanten sieht, ne? Also der ist echt für das Baujahr im guten Zustand. Die Sitzbank sieht noch richtig fresh aus, also da muss man gar nichts machen. Teppich ist super. Hier fehlt eine Dichtung noch, aber die kann man in Meterware kaufen. Da braucht man nicht die originale Dichtung kaufen, die kann man in Meterware kaufen. Da kann man ein bisschen Geld sparen. Ansonsten vorne der Grill auch sehr schön, der Chrom noch sehr schön. Das sind 16 Zöller, also nicht 16,5 Zoll, sondern 16 Zöller. Dementsprechend sind die Reifen nicht so teuer. Hier hat er so ein Fach. Auch ganz lässig. Motor und Getriebe laufen. Allerdings ist die Krümmerdichtung undicht. Die sollte man halt erst machen. Aber ist nichts Wildes. Da kann ich auch bei der Ersatzteilbeschaffung kann ich behilflich sein. Und wie ihr seht, hier vom Blech echt mega, ne? Stand immer schön trocken. Dementsprechend ist er vom Blech richtig gut. Hier haben wir den fetten 460er Motor, das ist ein Big Block. Motor läuft sauber, bloß wie gesagt Krümmerdichtung. Hier der hintere Krümmer, also der hintere Zylinder da hinten, da sieht man es, da ist es undicht. Aber der Krümmer hat jetzt keinen Riss oder so. Das haben die ja auch mal gern öfter, die Krümmer von einem 460er oder von diesen Big Blocks. Aber der Krümmer ist gut, ist nur die Dichtung, wo raus ist. Das heißt, neue Dichtung rein, dann passt der Krümmer wieder. Motorgetriebe laufen sonst sauber, er bremst auch. Aber es so wie er ist, ist er von den USA gekommen. Und hatte auch noch drüben Zulassung bis Dezember 21, ist auch drüben so gefahren worden. Also das heißt, hier in Deutschland erstmal komplett durchchecken, vorne Lichter umbauen, kriegt man aber günstig, und dann kann man mal beim TÜV vorfahren. Ansonsten die Ladefläche ist ein bisschen geused, man sieht es hier, die könnte man eventuell sauber machen, damit Bettliner versiegeln. Aber ansonsten coole Kiste, hinten Fenster zum Aufschieben. Und wie gesagt, 7,6 Liter Heckantrieb, dementsprechend auch nicht so schwer wie die Allradler. Und es sind Einzelkabiner. Viele von den 460er von diesen Baujahren sind, glaube ich, von 75 oder von 76 bis 79 gebaut. Die waren halt echt oft Anderthalbkabiner oder Doppelkabiner. Und so als Einzelkabiner mit dem Motor selten. Noch großes Paket, man kann hier noch mal schauen. 7900 Lips Fahrzeug, Date 3.79. Also großes Auto. Müssten dann ablasten auf 3,5 Tonnen in Deutschland, aber das macht jeder TÜV-Prüfer dann dementsprechend. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt vorbei, schaut euch die Kiste an. Und wenn es gefällt, kann sowas auch liefern. Ansonsten bis zum nächsten Mal.